Heute wollen wir in die Abschauentiefen gehen, aber ich bin nicht allein, sondern ich bin hier auf meinem Server zusammen mit Yuki unterwegs. Und als erstes müssen wir uns mal hier durch das Dafari-Camp vor den Abschaumtiefen kämpfen. Viel Spaß dabei! Hier vorne kannst du was lesen. Lernst du ein Emote? Die müssen uns da oben rein nach drinnen folgen, wenn wir da jetzt reingehen. Weil wir müssen mindestens einen hier auf dieser Plattform opfern. Ich warte auf dich. Ach, da bist du eh. Gut. So, der muss hier, wir müssen hier draufstehen. Der muss hier sterben. Das war's schon. Jetzt können wir die restlichen noch töten. Oh, soll ich mal hier runterspringen? Ja? So, genau. Und hier geht's jetzt ins Dungeon. Okay. Hier kannst du was lernen. Ja. Die wollen wir unbedingt ernten, diese Echsen, weil da kriegt man Wundsekret und Wundsekret ist extrem wichtig. Hier kann man runterschwimmen, da gibt es dann eine Schatzkiste. Ich habe kein Häutungsmesser dabei. Ja, vielleicht machen wir den mal wieder. Du kannst den mit einer Axt machen oder mit einer Spitzhacke, das ist völlig egal. Spitzhacke ist gut. Also das hier, ja, kann man. Da gibt es eine Kiste mit Loot. Leuchtstein ist hier unten. Brauchen wir nicht. Warte, das ist ein Miniboss? Nee, das ist ein Boss. 5000 Leben. Oh, was? Ich bin tot. Ich treffe mich aus dem Leben hier rum. Oh. Ich kann im Dungeon respawnen. Soll ich das? Ja. Wütende Albino-Barbaren. Oh mein Zeug. Ich versuche ihn gerade mal wegzulocken. Schreib Kopf drauf. Nee, das bist du. Oh, was? Nee, 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 nee. Oh, wo seid ihr denn? Da. Jetzt macht er wieder seine Drehung. So, da kann man hin. Achtung, Schwanz. Dreimal und dann drauf. Ja, oh, ja, die Krokodile, die großen, funktionieren genauso übrigens. Was haben wir da? Gehärtetes Stahlkurzschwert. Ist eine Beweglichkeitswaffe, ja, nice. Und dann bei diesen großen Bossen immer die Bosse zerhacken, weil die bringen... Dietrich getroppt. Genau, die bringen Dietrich mit, genau. Mein Pferd kommt nicht mehr mit irgendwie, weil ich gestorben bin? Ja, genau. Muss ich da mich neu wieder neu draufsetzen dann? Du kannst über die Taste T, wenn du die Taste T drückst, dann kannst du sagen, folgen oder... nicht mehr folgen, wenn du es irgendwo abstellen willst, wenn wir jetzt zum Beispiel zu einem Boss gehen und wollen nicht, dass das hier verletzt wird. Und aber zuerst musst du dem Tier
in seinem Menü an seinem Körper erstmal sagen, dass es folgen soll. Also entweder aufsetzen oder die Taste E drücken und dann Folgen auswählen. Solches Gift. Hier ist erstmal jetzt nicht wirklich viel. Wir müssen. Das geht folgendermaßen. Deswegen wollte ich Pfeil und Bogen haben. Ich schieße jetzt hier praktisch das frei. Mhm. Ich muss erstmal meinen Pfeile aktivieren. So. Jetzt kommt hier Wasser hoch. Irgendwann. Mhm. Und das ist jetzt immer sozusagen das gleiche Prinzip. Dadurch kommen wir hier hoch. Habe ich Olaf jetzt nicht? Doch, Olaf ist da. Okay, verstanden. Mhm. Komm, mein Liebling. Genau, und jetzt schieße ich einmal darauf. Bist du jetzt? Da. Hier oben drauf. Lebst du noch? Ja, alles gut. Wo bist du denn? Unten. Warte, bis das Wasser kommt. Ja. Mehr Wasser ist das nicht. Andere Seite bestimmt noch, ne? Ja. Ne? Hier geht's jetzt in dieses Nebendungeon. Da ist eine Spinne drin. Die ist natürlich giftig, ist klar, ne? Ja, gegessen habe ich. Und ja. Oh! Nein, 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 nein! An den Seiten ist eine Treppe. Oh, jetzt sitze ich. Bist du tot? Nee. Bist du tot? Nee. Nee, aber ich hab hier. Aber wir machen guten Schaden auf jeden Fall. Ja. Du bist vergiftet. Ne? Deine Energie kommt immer zurück, wenn du. Was hat die? Oh, die hat was für mich? Nee, Wurfmesser. Ah. Sind du das, was die hat? Verlässlicher Schlachter. Machtfragment ist natürlich super wichtig. Ja, die ganzen Tiere, die will ich nicht.
Wolfsfell, ja, okay. Okay. Die Tiere braucht man nicht, die Kadaver. Waren hier, hast du hier was rausholen können? Waren hier Kisten? Ich habe eine Kiste gerade gefunden. Ja, hast du geleert, ne? Die habe ich geleert, ja. Mhm. So, Dämonenblut. Hattest du hier schon Dietrich rausgeholt? Aus ja, habe ich gerade gemacht. Okay, und die geben auch immer das gute Dämonenblut und eben dieses gelbe... Habe ich dabei. Unsekret. Unsekret, genau. Ich hänge in dieser Animation fest jetzt. Hier sind jetzt ein paar fiese Skelette. Hier links zum Beispiel. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ah, das ist gut, das ist auch. War da eingeklemmt. Da ist eine Kiste. Ah, oh, da sind nur Pfeile drin, die brauchen wir nicht. Wir müssen zum Wasser, ne? Lass uns mal auf eine Seite lang. Ich gehe hier, ich bin nach links gegangen und gehe hier so ein. Oh, weiß nicht, wie man das nennt. Das richtige links, oder? Ja, das richtige links. Dann kann ich hier von hier aus, glaube ich, war das, darüber schießen. Ja. Was ist das jetzt? Ja, das müsste es jetzt gewesen sein. Kommt das Wasser? Ja. Ja. Ja, jetzt geht's. Ja, okay. Und jetzt geht's hier zum Endboss. Also erstmal, der Endboss hat einen bestimmten Bewegungsablauf. Und das Einfachste ist sozusagen, um ihn rumzulaufen. Ja, lass uns erstmal die hier erledigen. Genau. Kann ich noch was tragen oder bin ich jetzt über. Jetzt bin ich überladen. Also, der schmeißt sich, der Boss schmeißt sich auf dich und ist das, das ist säuremäßig hier wieder und er sollte dich idealerweise nicht treffen. Und das vom Bewegungsrhythmus her ist es eigentlich so, dass er sich im Kreis dreht. Warum kommt er jetzt nicht? Spendieren wir ihm mal hier einen Pfeil. Jetzt. Kann ich da an diese Suppe rein? Nee. Kann die Suppe rein oder nicht nochmal? Nein. Das ist Säure. Wie mache ich denn Schaden dann? Wenn der sich auf uns schmeißt. Jetzt gleich. Jetzt müsste er. Da ist er. Okay, verstanden.
Das ist ein bisschen lahm. Ah, da hinten. Also normalerweise ist der schneller in seiner Bewegung. Das muss irgendwie, keine Ahnung, am Server liegen oder die haben da dran gedreht. Der wird zu mir springen. Hier, der springt hier hin. Bitte. So, jetzt kann man da rein, kann ihn ernten natürlich und da gibt es eine Kiste. Oder mehrere Kisten. Achso, du hast die Schlüssel für die Kisten. Wir müssen uns hier beeilen. Weil hier kommt gleich ja, die Säure zurück. Zwei. Ich habe nur zwei Triche. Okay. Dann das hier hast du gelernt, was hier war? Nee, nicht gelernt. Was hast du da rausgekriegt? Gute Waffen? Ja, starke Waffen. Einen legendären Wildschlagkolben. Eine Axt legendär. Das war's. Ja, klar. Eine Waffe pro dieser Kiste kriegt man. Genau. Gut. Ja, das war's im Grunde genommen. Wir können unsere Tiere wieder mitnehmen. Nicht wir vergessen. Wir können hier zur Oberfläche zurückkehren. Ja, ja. Aber wie gesagt, Tier mitnehmen. Das war eine etwas andere Folge Conan Exiles und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.